Willkommen auf welchem Channel immer, verrate ich nicht. Beiden. Ihr seht das jetzt einfach auf einem Channel von uns. Und zwar der liebe Chris, mit dem haben wir gerade ein fettes Training gefilmt. War geil. Schönes Schultertraining, hat echt Laune gemacht. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal gucken, wie er 10 Wochen hat er jetzt noch. 10 Weeks out sozusagen, wie wir Amerikaner sagen. Ne? Und ja, dann pell dich mal aus, lass mal das Röckchen fallen hier. Chris startet in der 212. Unser neues Talent in der 212. Da hat sich ja in der Beine tatsächlich was getan, ne? Ja, ein bisschen, ne? Aber was ist mit deinen Kackstilzen nach unten passiert? Oh, kein Bock. Da passiert nie was. Keiner zu Hause. Ja, komm, irgendwann. Ich will ihm sagen. Irgendwann kommt der Öl rein oder so, ich sag's dir. Nee, auf gar keinen Fall. Die machen wir mit den Beinen zusammen. Also Quadrizeps ist ja ordentlich was passiert, habe ich ganz anders in Erinnerung. Muss ich ehrlich sagen. Bin angenehm überrascht. Da an der Haxen, da hat er seine Hausaufgaben definitiv nicht verschlafen. Ja, dann machst du ihn mal halt auf und zeigst mal so ein paar Angebermuskeln. Ja, also ein schöner Frame. Wenn du den Latten auch noch. Da muss es, ich denke mal, das ist tatsächlich Physio. Ja, bin ich dran jetzt. Alles aufmachen, dass er alles gleich mit. Weil es ist ja. Der ist ja groß. Wenn es auch symmetrisch, wenn ich es von hinten sehe. Der ist ja gleich, da ist ja nicht irgendwie, dass du, ja, krasser Scheiß, Schultern, sogar Schultern hat er dran, wer hätte es gedacht, nach dem Training. Ja, nee, also wie gesagt, der Frame gefällt mir gut. Du hattest gesagt, 5 Kilo fehlen ja noch bis Bühne? Ja, weiß ich nicht. Also, das ist angepeiltes Stage Weight. Also mit Wachstum drin, ne? Ja, ja. Mit Wachstum? Also Hormonen? Nein, wir klären mich auf, wir distanzieren uns. Dachte, das ist natural, Alter. Geh mal ein bisschen zurück, ich krieg die sonst nicht. Stell dich mal in diese Seite, in diese Dingspose, die ihr habt. Da wird mich interessieren, ob du die hinbekommst. Weiter eindrehen. Luft raus. Ja, jetzt, genau. Okay. Alles klar, weiter. Es fällt aber jetzt im ersten Blick gar nicht so graviert auf, wie du gemeint hattest. Dann haben wir alles richtig gemacht. Also, siehst du, ne, wenn du es weißt jetzt, guckst du hin, aber auf den ersten Blick. Fass mal hier rein. Nee, mach ich nicht. Mach mal da Finger hin jetzt. Denkst du, ich ekle mich vor gar nicht? Ich fass keinen Typ, mein Arsch. Chris, was ist los mit. Arsch. Was ist denn los mit dir, Junge? Junge, pack dich doch nicht an, sag mal. Ja, Gänsehaut. Ja. Schöner X-Frame. Tatsächlich bringt den Trapez zum Wachsen. Sieht bestimmt mega geil aus. Wenn der noch herkommt, der ist er da. Ja. Ist auch gut da. Aber wenn der sich noch so ein bisschen separiert und noch so ein richtiger mieser Buckel wird, weil das erstmal streckt es dich. Also lässt ihn größer wirken und dann sieht die ganze Linie noch viel, viel geiler nach Bodybuilder aus und nicht so nach Freizeitsportler wie jetzt gerade. Okay, mal eine Doppelbizeps vielleicht. Warte, geh mal kurz. Also, hier siehst du es halt. In der, also, ja, dann zeigst du sie halt einfach nicht. Ja, ich zeig dich nur kurz. Ich muss sie ja einmal zeigen. Ja, ne, wenn ich jetzt so reingehe. Naja, nützt ja nichts. Musst du durch. Da musst du dir was einfallen lassen. Ja, ich muss es kompensieren. Der Rest muss einfach so gut werden, dass es nicht so auffällt. Ne? Ja. Aber du kannst mir im Leben nicht erzählen, dass die Bahn nicht wachsen. Das kannst du mir nicht erzählen. Prügel ich dich durch. Ja, mach mal. Wir müssen doch eh noch Beine machen. Dreimal die Woche, 7 Sätze Minimum. Schwer. Von 30 bis 3 Wiederholungen. Schwer. Aber wirklich bis du Gänsehaut kriegst vor Schmerzen. Ja, mach ich. Ne? Und mit Nachdrücken. Kennst du ja dieses Hoch, Einknicken, Nachdrücken. Ja. Und dann 100%. Also den will ich tatsächlich tiefer greifen, weil so verdeckst du hier. Ja. So? Und dann mal versuchen. Ich will das Loch schließen, weißt du? Welches Loch?
Wenn ich hier greife, dann habe ich... Nee, lass das doch. Okay. Weil dadurch wirkt er doch viel fleischiger. Ja, okay. Man kann ihn ja sonst nicht erkennen. Und die Pose ist nicht korrekt gestanden an sich. Sowas bewerten die ja alles, glaube ich. Ne? Ich denke, wenn du die besser stehst, tiefer greifst und nicht diesen versuchst, sondern wirklich mit dem Daumen reinzugreifen und den rauszudrücken. Ja, okay, warte. Sami, geh noch ein bisschen. Und dann rumziehen. Guck mal, der ist, so ganz, der verdeckten sie ja komplett, sieht ja viel besser aus. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und dann noch ein bisschen mit Gefühl ansteuern, weil der ist, ja, kriegst du ja noch besser, genau. Ja, jetzt ja. Ich, ja. Sehr schön, ja, super. Geh mal ein Stück tiefer, noch ein Stück. Kannst du den jetzt besser ansteuern? Also, weil jetzt, so sieht's, es sieht besser aus, finde ich. Weil man sieht mehr vom Bein erstmal, mehr Fläche. Ja. Und wenn du jetzt noch schaffst, den wirklich vom Kopf her anzusteuern, dass du den noch mal... So Arsch oder... Den Arsch. Der Beinbeuger, den lässt er hängen. Und ja, genau, da ja. Gibt es nur ein bisschen Druck drauf. Wenn du trocken bist, ja. Dann sieht man da eh alles, was zu sehen sein muss. Ja. Aber nur den Gluteus unter Kontrolle haben, so einfach. Dass du da auch mal spielen kannst mit so ein bisschen. Tiefer runter, genau, und dann in die seitliche Brust gehen. Da würde ich tatsächlich die Hand von hier nach so drehen, weil du ja sonst den Peak, du machst den Bizeps zu kurz. So? Ja, ich würde den so lang wie möglich zeigen. Auf ja, der, okay. Weil er ja wirklich da... Genau, schön Druck auf die Brust, super. Luft. Ja, weiter rein geht auch nicht. Geht nicht. Schwierig. Aber gut. Ja, und dann schön nachkontrollieren von oben nach unten. Dann sieht die gut aus. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, drücken. Jetzt kommt der spannende Teil. Ziehen noch weiter rum. Das, also weiter aufmachen, mehr Spannung im Rücken. Der ist ja komplett lasch. Ne? Also das muss, du musst den kontrollieren. Wenn die Bizeps, die brauchst du nur nach hinten drehen mit den Schultern zusammen. Dann sind die haben von alleine Spannung dann. Wichtig ist, dass der Rücken so weit wie möglich auf ist, dass man so ein bisschen arbeiten, also Details auch sieht. Ja. Das musste tatsächlich übertrieben. Ja, ja. Ja. Jetzt brauchst du nur noch den Latt aufziehen quasi. Ja, genau. Schön nach hinten kippen die Arme, nur die Arme, genau. Weil die Kampfrichter unten sitzen und die wollen ja den Bizeps auch sehen. Ja, geil. Oh, schöner X-Frame. Das Ding ist, ich habe da viel Fleisch, aber beim Doppelbizeps finde ich es echt schwer, den zu kriegen. Ja, im Endeffekt, du musst dich wirklich nur darauf konzentrieren, dass du den Rücken aufkriegst und dann quasi den Arm kippst, also ja. Den ganzen Schuh. Das ist so, als ob es bricht fast. So fühlt sich's an. Ja. Und so weit musst du nach hinten kippen, dass die das unten sehen, dass die genau das, dass du da nichts verdeckst und optimal dich präsentierst. So, jetzt zeig mal den Latt, wie weit du den auseinanderkriegst. Jawohl, schön rumziehen, rum, auf. Jawohl, jetzt ist er da. Genau so, jetzt ist er da. Sehr schön. Den ganzen Beinbeuger würde ich ein bisschen mehr Druck drauf geben. Ich würde das sogar ein Stückchen weiter abstellen vielleicht, das Bein. Also nach hinten. Machen wir noch einen Schritt nach hinten. Nicht in die Mitte, nur, du kannst es, guck mal. Im Endeffekt so ein bisschen leicht nach außen, aber trotzdem so gedreht, dass die Mitte geschlossen ist, hier, also der Schritt muss geschlossen sein, dass aber, und weil jetzt kannst du hier viel mehr Details zeigen, Gluteus kommt mit streifig dann wahrscheinlich. Ja, was denn wahrscheinlich, natürlich. Ja, dann. So.
Ja, muss man gucken, dass sich die Lücke noch schließt in der Mitte irgendwie. Das kann man aber üben, indem du die Adduktoren da noch richtig platzierst. Aber ansonsten sieht das schon ein bisschen cool aus alles. Und den Lat rumziehen, rum. Der muss, da musst du fast auch denken, ihr bringt. Ja, genau. Sehr schön. Ja, super. Ja, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Auch dass du 10 Wochen, also der Diätstand 10 Wochen vorher, gefällt mir auch sehr gut. Ja, an der Zeit passt eigentlich, ne? Haben wir jetzt alles angezogen? Gerne. Also. Das wird gut. Ich komme an der andere Seite, sonst habe ich nichts. Hier durchgucken lassen und dann drücken durch. Genau so. Jetzt den Bauch richtig schön zeigen, hast du richtig geile Linie drin. Ne? Ja, und nicht so weit nach vorn kippen. Genau. So. Wenn ich die Lücke zeige, dann wirkt, dann siehst du auch die Taille, das ist gut. Ja, genau. Ja, super. Dann würde ich noch den hier machen, so. Mhm. Auf Beine. Hier muss noch mehr Luft raus. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Sieht sofort deutlich besser. Und ganz wichtig, auf der Bühne ist es ja genauso anstrengend. Lass niemals die Plauze hängen. Nee, auch bei den Drehungen und so. Ja. Alle haben es versäumt. Aber in der 212 ist es, glaube ich, noch wichtiger, dass du, auch wenn du denkst, du erstickst gleich, du musst ihn drin mal halten. Ja. Das, lieber bei der Rückenposen immer ausatmen, kräftig. Aber ansonsten, das ging, glaube ich, bis jetzt immer dann auf der Bühne, oder? Ja. Muss Maskula, welche nimmst du? Ja, die sieht gut aus. Und mach mal die andere. Kann ich nicht. Probier mal, zeig mal. Ist doch egal. Einfach mal probieren. Dann macht er sich klein, finde ich. Die ist gut, da muss ich bloß üben. Also ich habe die noch nie gemacht. Üb die mal, die ist gut. Ich habe die vordere. Ja, die ist so. Ja, die sind alle gut, aber die sieht brachial aus. Wenn du die beherrscht, die sieht gut aus. Kann man beide mal. Ja. Ich kann erst in die. Aber würde ich richtig üben, weil. Genau, wenn du, weil guck mal, was du an Brust zeigst, da ist Bewegung drin, ja, im Fleisch. Ja. Und die sieht schon ziemlich brachial aus. Muss halt nur richtig gestanden werden. Würde ich mit reinnehmen, auf jeden Fall. Ja, cool, super, dankeschön. Für den nice Formcheck. Ich danke dir. Chris Karl, 10 Wochen davor, so sieht er aus, Leute, jetzt wisst ihr das. Das Geheimnis ist gelüftet. Bin mal gespannt. Vielleicht können wir es ja nochmal hin. 3-4 Wochen vorher, dass du den nochmal siehst. Weil bei ihm verändert sich alles immer Schlag auf Schlag auf Schlag. Und das tut einem einen Sprung. Und dieses Mal haben wir das Glück, weil die Beine jetzt da sind. Wir haben jetzt lange noch entspannt gehalten, die Offseason hochgehalten, dass die Beine halt bleiben, weil die immer weggegangen sind. Und jetzt haben wir vorne genug Fleisch, dass wir sagen können, jetzt können wir auch conditiontechnisch mal richtig drücken. Ja, und sei nicht sparsam. Direkt, ich muss heute noch direkt höher. Ja, cooler Scheiß. Nee, Mann. Ja. Dann habt ihr gehört, dann werden wir halt noch öfter mal zusammen was machen und sehen vor allen Dingen. Ich bin selber gespannt jetzt, bin neugierig geworden heute. Werde ich mal gucken, dass ich ein Kärtchen erwische vielleicht, ein Eintrittskärtchen. Vielleicht muss ich ja sowas noch kaufen heutzutage. Lieber Dennis, falls du es siehst, ne? Weißt Bescheid. Alles klar, ich bedanke mich, oder wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir bedanken uns, genau. Und dann Peace and Love, Rock'n'Roll, bis zum nächsten Mal. Euer Chris und King Kalle. Und wenn ihr auch mal so brachial aussehen wollt und mal so ein geiles Training haben wollt, wie der Chris, dann bewerbt euch bei teamkalbach@web.de, checkt ab, ob noch freie Kapazitäten sind.
Ab und zu ist das nämlich mal der Fall und dann könnt ihr auch gerne bei mir ins Coaching kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.